Als gestern die US-Verbraucherpreise eröffnet wurden, die innerhalb der Erwartungen ausgefallen waren, da ist vor allem der Nasdaq-Future zunächst mal nach oben gegangen, weil man sich gedacht hat, hey, das hätte schlimmer kommen können mit der Inflation. Und das ist gut für Tech-Werte, die ja normalerweise Deflationsassets sind. Aber der Nasdaq war dann gestern der schwächste Index am Ende des Tages. Und vor allem sieht er von allen US-Indizes derzeit am schwächsten aus und könnte einen Trendbruch machen. Ist das so? Das ist natürlich alles relativ früh und der Abgesang auf Tech ist ja schon oft unternommen worden, zugegebenermaßen auch von mir, aber ich versuche einfach ein bisschen mal unter die Oberfläche zu schauen und zu gucken, was ist da der Fall, und genau das wollen wir in diesem Video tun. Starten wir zunächst mal mit eben der Zusammenfassung des gestrigen Tages. Wir sehen die typischen Reopening-Sektoren gestern stark: Energie, Finanzwerte, Industrie, Materials, das waren die großen Gewinner. Finanzwerte und Industrials haben beide auf neuem Allzeithoch geschlossen. Also das ist sozusagen der heiße Scheiß. Industrials und Finanzwerte, die sind gut gelaufen. Wir sehen, dass gestern Zykliker gut gelaufen sind, also zyklische Aktien und auch defensive Aktien. Also auch hier sozusagen nicht Wachstum im Fokus, nicht dieses Deflationsasset im Fokus. Wir haben ja gesehen, dass die US-Staatsanleihen dann auch, die Renditen der US-Staatsanleihen gestern nach der Veröffentlichung sich kaum bewegt haben. Also man hat da dieses Hurra hätte schlimmer kommen können nicht so wirklich mitgemacht. Könnte daran liegen, dass die Fed immer klarer wird, dass bald getapert wird. Schauen wir uns dann mal im Tagesverlauf hier den Unterschied zwischen Growth und Value an. Value oben, konstant nach oben gegangen, Tech relativ konstant, eher sich schwächer entwickelt. Also es hat sich hier eine Schere geöffnet zugunsten von Value gegen Growth. Und wie gesagt, der Nasdaq sieht anders als der Dow Jones und auch der S&P 500 nicht mehr so hübsch aus, wie wir hier sehen. Da sind wir an einer Aufwärtstrendlinie durchgebrochen. Das ist noch ein sehr frühes Stadium. Das ist die Frage, ob sich das Ganze bestätigt. Aber wenn wir uns mal den Dow Jones anschauen oder wie gesagt andere Indizes, dann sieht das viel, viel stärker, viel kräftiger aus. Und ein wichtiger Teil im Bereich Wachstum, im Bereich Growth, im Bereich des Nasdaq ist des Semiconductors, also Chips. Und hier sehen wir, die haben sich in den letzten Tagen deutlich schlechter entwickelt. Jetzt 4 Handelstage in Folge gefallen, während der S&P ja so in Minischritten unter dünnstem Volumen nach oben gekommen ist. Aber faktisch passiert da nicht so viel. Ja, man macht neue Allzeithochs, aber das sind so homöopathische Dosierungen, die Kursanstiege, die da passieren beim Spider, also beim maßgeblichen S&P 500 ETF. Und gestern, und das ist vielleicht auch ein sprechendes Beispiel, haben wir gesehen, dass die USA eine 10-jährige US-Anleihe emittiert haben, und zwar mit einer immens großen Nachfrage und vor allem von Ausländern, die sogenannten Indirects, die 77% dieser Angebotsmasse aufgekauft haben. Das ist der höchste Wert, den ich jemals gesehen habe. Die Ausländer haben also ein massives Bedürfnis, offenkundig derzeit US-Staatsanleihen zu kaufen. Dementsprechend ist die Rendite dann wieder ein bisschen gefallen für die US-Staatsanleihe. Aber der Trend scheint jetzt so langsam nach unten fertig zu haben, wie Trapattoni sagen würde. Wir könnten jetzt eben vor einem Anstieg der Renditen stehen. Das würde dann passen eben auch zur Nasdaq-Schwäche und würde passen dazu, dass etwa die zyklischen und Value-Werte eben sich besser entwickeln. Wie gesagt, Frühstadium, und wir haben erlebt, dass die Dinge rein, raus, Rotation aus, in, raus aus Tech, rein in Value, raus aus Value, rein in Tech. Das war das Spiel, das wir schon öfter gesehen haben, aber unter der Oberfläche zeichnet sich da schon was ab. Auch, dass die Liquidität derzeit abnimmt. Wir haben ein sogenanntes negatives Marshallian K. Was ist dieses Marshallian K? Das ist das Geldmengenwachstum M2 minus das BIP-Wachstum. Und hier sehen wir, dass wir erstmal seit einiger Zeit negativ werden. Klar, wir haben jetzt auch in der Summe natürlich noch ein Sommerloch Anfang, Mitte August. Das ist nicht gerade die Haupthandelszeit an den Märkten. Gestern auch wieder geringe Umsätze, gar keine Frage. Aber hier geht es ja übergeordnet um die Liquidität, die durch Notenbanken bereitgestellt werden, die durch Kredite bereitgestellt werden, etc. etc. Und die Fed macht immer klarer, es dürfte bald losgehen mit der
zumindest mit der Ankündigung des Taperns. Hier Daly von der San Francisco Fed hat sich dementsprechend geäußert. Robert Kaplan hat sich dementsprechend geäußert. In den letzten Tagen Rosengren, wen auch immer man aus der Fed hier zitiert. Also die Zeichen verdichten sich, Ballard, die Zeichen verdichten sich, dass das wohl auf der September-Sitzung und nicht in Bretton Woods, diese Notenbanker-Konferenz, die ja Ende August der Fall ist, dann beginnen wird. Und dementsprechend vielleicht passend BlackRock, ganz kleines Haus, gell, so ein ganz unbedeutender ETF-Anbieter, kennt keine Sau, aber ich will es einmal hier genannt haben, sagt jetzt, wir werden neutral für US Equities. Die sind schon sportlich bewertet. Da ist alles, was an Reopening drin ist, schon eingepreist, während man europäische Aktien übergewichtet, weil die da erstens viel günstiger sind. Und das sind ja meistens Zykliker, anders als eben an den US-Märkten, wo ja Tech durch seine Marktgewichtung, durch Microsoft, Apple, Amazon eine starke Gewichtung auch in den Indizes hat. Also BlackRock scheint hier eben europäische Aktien jetzt zu favorisieren, die schlichtweg viel, viel günstiger sind, wo viel weniger Optimalszenarien eingepreist sind, zumal eben die EZB wohl länger dovish bleiben wird als die Fed. Das könnte übergeordnet dann nochmal ein wichtiger Punkt sein. Heute dann wichtige Daten nochmal, gestern ja die Inflationsdaten, Verbraucherpreise, wie erwartet, aber doch ziemlich heftig immer noch. Der größte Anstieg mit 5,4% seit dem Jahr 2008. Heute erwartete Erzeugerpreise, also das, was die Firmen an Kosten haben, um ihre Produkte herzustellen, erwartet 7,3%, so wie im letzten Monat. Das bedeutet nach wie vor, dass die Erzeugerpreise höher sind als die Verbraucherpreise, was wiederum darauf hindeutet, dass die Firmen erst am Anfang sind, dabei die Preise an die Konsumenten weiterzugeben. Mal schauen, wie die Erzeugerpreise ausfallen. Aber wir sehen eins, der Dollar ist gestern ein Ticken schwächer geworden nach den US-Verbraucherpreisen, aber nicht viel. Und wir sehen, wir sind nach wie vor an einer wichtigen Widerstandslinie. Das sieht aus irgendwie wie ein Doppelboden und könnte dann nochmal richtig Schwung nach oben geben. Also charttechnisch sieht es danach aus, dass der Dollar zeitnah irgendwie ausbrechen könnte. Und in Sachen Chips vielleicht auch noch wichtig, Nissan hat jetzt angekündigt, seine Firmen erstmal stillzulegen in den USA wegen Chip Shortage. Also da ist nach wie vor Chipmangel. Peking versucht jetzt offenkundig die eigene Tech-Industrie zu pushen, indem man sagt, buy Chinese, wie hier Nikkei aus Asien berichtet. Und wir sehen, dass, das waren Daten, die gestern schon gekommen ist, dass das Kreditwachstum in China deutlich geringer war als erwartet. Also der Kreditimpuls, der hat sich wieder deutlich verschlechtert. Aber jetzt ist es so, dass man hier offenkundig seitens einiger Ökonomen schon sagt, ihr müsst langsam mal an der Zinsschraube drehen. Ich hatte das gestern im Marktgeflüster schon berichtet. Also die Konjunktur scheint wirklich Schwierigkeiten zu haben in China. Und jetzt kommt das Faktum hinzu, dass Ningbo, dieser wichtige Hafen, vor allem für Container, etwa den doppelten Umschlag von dem Hamburger Container Terminal, also schon bringt schon was auf die Waage. Hinter Shanghai, der größte Containerhafen Chinas, dass hier wegen eines Falles von Corona praktisch erstmal der ganze Hafen dicht gemacht wurde. Das könnte wieder Lieferkettenprobleme, Verzögerungen etc., inflationäre Tendenzen beschleunigen, denn das ist so ähnlich, vielleicht sogar noch krasser als das, was in Yantian, das ist ja dieser Containerhafen in Shanghai, damals passiert ist, als eben weitgehend dieser Hafen nicht mehr am Start war. Abschließend kommen wir noch nach Deutschland, meine Damen und Herren. Olaf Scholz ist ja derzeit der große Gewinner, weil Laschet und Baerbock in den Umfragen so stark abstürzen. Und auch die SPD legte zu. Und das ist, obwohl Olaf Scholz eben einfach, oder ist wahrscheinlich so, weil Olaf Scholz wahrscheinlich weniger Fehler macht als die anderen. Seine Fehler sind vorher schon passiert. Cum-Ex, Wirecard, da wird nicht mehr so gerne drüber gesprochen innerhalb der SPD. Sollten wir aber tun. Jetzt hat Olaf Scholz, der ja sagt, ich habe ein Sparbuch, gestern in einem Interview mit Business Insider gesagt, ja, also Aktien, das ist durchaus eine gute Sache. Er selber aber hat keine. Also das ist lustig. Und er hat vor allem keine BioNTech-Aktien, die gestern oder in den letzten beiden Tagen so deutlich gefallen ist. Auch Moderna ist deutlich gefallen. Diese beiden mRNA-Impfstoffe-Hersteller, die ja das Rennen machen. Unten sehen wir mal
ein Biotech-ETF von iShares, das maßgebliche. Da könnte jetzt kurzfristig eine Gegenreaktion der Fall sein. Warum Biotech in den letzten beiden Tagen gefallen ist, das lesen Sie heute ganz frisch bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Ich packe Ihnen das Video, nicht das Video, sondern den Artikel als Link wieder unter das Video. 14:30 heute die Erzeugerpreise, der Höhepunkt. Wir sehen, dass die Liquidität dünn ist. Wir sehen, dass sich die Bollinger Bänder beim WIX ziemlich verengen. Da könnte also irgendwie jetzt demnächst mal eine größere Bewegung anstehen. Wäre auch mal Zeit nach diesem Lull und Lall der letzten Tage. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Handelstag und sage Servus und Ciao.